Hallo, ich bin Elienyx und das ist der erste Part meines 100 Baby Challenge Speedruns. Viel Spaß! Vermutlich hast du es schon mitbekommen, weil ich es so gut wie in jedem meiner letzten Videos erwähnt habe oder du warst sogar live dabei. Ich hatte am letzten Wochenende meinen ersten 12-Stunden-Stream. In diesem Stream haben wir uns an einen 100 Baby Challenge Speedrun herangewagt. Für all jene, die nicht dabei sein konnten, habe ich das Ganze jetzt zusammengeschnitten. Also das ist jetzt nur der erste Teil. Nicht vergessen, der Stream ging 12 Stunden, also es wird auf jeden Fall noch einige Teile geben. Übrigens, Spoiler, wir haben es nicht geschafft, 100 Babys zu bekommen. Und dieses Video besteht ehrlich gesagt hauptsächlich aus Startschwierigkeiten. Juhu! Aber deshalb habe ich auch eine gute Neuigkeit für euch. Wir setzen die Challenge nämlich schon diese Woche fort. Und zwar an diesem Samstag, den 17.12. ab 10 Uhr, werden wir die Challenge weiterspielen. Noch eine Anmerkung, denn ich glaube, ansonsten könnte es zu einigen Missverständnissen im Video kommen. Beim Stream gab es ein Glücksrad mit unterschiedlichen Dingen, die ich erfüllen musste. Aus diesem Grund heißen sehr viele Kinder Bärbelduss und außerdem haben wir ein paar Tiere. Aber gut, seht am besten selbst. Jetzt geht es los. Wo ist denn unser Clemens? Das ist unser Clemens. Ich sehe ihn nicht, aber er muss da irgendwo sein. Ja? Ach, da. Also, das ist unser Clemens. Der ist unsere Hauptperson. Ich habe im Cast eingestellt, dass er Kinder bekommen kann. Und ja, er wird hoffentlich sehr, sehr bald schwanger werden. Aber bevor er schwanger werden kann, Full Edit Mode on. Nein, Edit Mode on. Brauchen wir jetzt eine Katze. Weil das Glücksrad hat gesagt, die Familie braucht ein Haustier, weil 100 Kinder sind nicht genug. Und deshalb holen wir uns jetzt erstmal eine Katze. Wisst ihr, was wir machen? Wir nehmen irgendeine. Ich füge eine Katze hinzu. Und nehmen da... Wie funktioniert denn das? Ach! Und da mischen wir jetzt einfach was zufällig. Wir müssen Zeit sparen. Es geht nicht so schnell. Und zwar diese beiden. Dann drücke ich dreimal. Eins, zwei, drei. Super. Und du bist jetzt... Lulu. Doch, perfekt. Wer möchte nicht, dass seine Katze Lulu heißt? Gut. Das ist Lulu. Und ich werde es übrigens so machen, dass die Katzen, weil ihr wisst ja, wir müssen sehr viele Kinder bekommen und ich glaube, dank dem Glücksrad werden wir auch sehr viele Katzen bekommen, dass wir es so machen, dass wir... Genau, dass die Katzen dann immer, sobald ein Kind auszieht, muss dieses Kind alle Tiere mitnehmen. Also sobald ein Kind zum Erwachsenen wird, muss es mit allen Tieren ausziehen. Das ist der Plan. Am Schluss wohnen dann überall Clemens Kinder mit 1000 Tieren. Das ist so meine Wunschvorstellung. Ich habe dem Grundstück auch noch das Merkmal fruchtbar gegeben, damit möglichst viele Kinder kommen. Dann habe ich, glaube ich, auf 100% gestellt. Also es sollten ganz, ganz sicher immer Babys unterwegs sein. Und Clemens geht jetzt gleich mal flirten, weil wir haben keine Zeit zu verlieren. Und wenn wir wieder da sind, müssen wir Sachen für die Katze kaufen. Wisst ihr was? Wir müssen noch ein paar Dating-Sachen platzieren. Wie nennt man denn das so... Gibt es da irgendwas zu Dating? Keine Ahnung. Ich gebe einfach mal Dating ein. So Grundstücke, wo die Sims halt die ganze Zeit romantisch sind. Ich glaube, dass meine Galerie schon wieder verbuggt ist. Kann das sein? Guarantee Gold Date Venue. Ach, das klingt doch schön. Ja, okay. Wir haben jetzt mal eine Bar. Ist nicht so schlimm. Wir reisen da jetzt einfach hin. Ich möchte, dass sie schnell schwanger wird. Er. Ich bin überfordert mit der Gesamtsituation. Wir suchen jetzt gleich mal den ersten Partner. Och, perfekt. Ich glaube, wir haben unseren ersten Mann gesichtet. Ach, der ist ein aufgehender Stern. Ja gut, ich glaube, der möchte nicht mit uns reden, oder? Okay, dann du bist uns egal. Gibt's noch einen Mann? Du bist unser erstes Opfer. Victor Feng. Ich weiß zwar, dass der verheiratet ist, aber in dieser Challenge ist uns das egal. Clemens ist Clemens. Also, wir werden jetzt gleich mal über Wind sprechen, warum auch immer. Dann werden wir jemanden parodieren und dann werden wir gleich mal, vielleicht langsam, Komplimente über Aussehen machen. Hey, wo ist denn jetzt unser Date? Das läuft nicht gut, wir sollten schon ein Kind haben. Wer bist du? Kado, dann stellen wir uns bei dir vor. Das läuft nicht gut. Übrigens habe ich auch geplant, dass das Ganze auf YouTube online kommt. Also ich werde das dann zusammenschneiden. Ist das unsere Katze? Well, Lulu ist da. Clemens, warum gehst du jetzt duschen? Red mit dem Mann. Auch irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich will.
Clemens ist noch immer nicht schwanger. Die haben schon eine romantische Leiste. Na, das ist... Ja, das hat gut funktioniert. Teil mal Fotos mit ihm. Und dann mach ihm ein Kompliment über sein Aussehen. Und dann... Naja, viel haben wir noch nicht gemacht. Ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. Er flirtet gerade mit dem ersten Mann. Und ich hoffe, er ist bald schwanger. Also sehr, sehr schnell. Oh no. Oh no, er mag uns nicht. Okay, gut. Dann müssen wir uns noch ein bisschen näher kennenlernen. Frag ihn mal nach seinem Tag. Dann teil mal Fotos mit ihm. War schöner sein Tag. Und dann hilf ihm aus seinem Tief heraus. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Stream schon 43 Minuten und es gibt noch kein Baby. Wie kann das sein? Clemens, geh mal auf die Toilette und dann kauft ihr was zum Essen. Es geht hier, oder? Ja. Ich meine, früher oder später, wenn wir da ganz viel vom Bestreben erfüllen, können wir uns ja diese Belohnung holen. Wie heißt denn die schnell? Diese, wo ist das? Dass die Sims sofort kokett werden. Betören. Sollen wir uns betören holen? Ja. Ich hole einfach betören. Gut, dann haben wir jetzt keine Probleme mehr. Es wird schnell die Zeit kommen, wo du dir wünschst, dass du mal ein bisschen Ruhe von den Kindern hast. Naja, man muss aber auch bedenken, also das wird ganz schnell gehen. Also ich habe die Alterung ja auch umgestellt. Das habe ich ja im Video auch erwähnt. Also die Babys gibt es ja bei mir zum Beispiel gar nicht. Die Kids werden dann gleich zu Kleinkindern, also die altern wir sofort. Kleinkinder sind sie dann einen Tag, glaube ich. Ja, iss mal Tacos. Ja, 2 Tage ein Kind und ich glaube 4 Tage Teenager oder so. Also es geht alles sehr, sehr schnell. Ich werde da jetzt auch keine Sachen machen, so wie umstylen oder so, sondern das wird alles sehr, ja, die schauen alle so aus, wie sie aussehen. Das ist mir dann relativ egal. Und dann werden wir, sobald sie erwachsen sind, werden sie auch gleich ausziehen und eben immer Tiere mitnehmen, damit wir keine Tiere mehr haben. Jetzt schmeichel ihn mal. Siehst, der ist schon kokett. Ach so, vielleicht ist aber auch wegen ihr kokett. Ja, das wäre blöd, aber egal. Und dann parodier jemanden. Wer bist du denn? Möchte ich nicht da haben. Ich schicke sie mal nach Hause. Du gehst jetzt weg. Dann mach ein von Herzen kommendes Kompliment. Dann können wir mal mit ihm tratschen. Dann wirst du ihn mal betören. Ich meine, er ist schon kokett, aber dann kann er eben sehr kokett werden. Können die dann gleich? Nein, können sie nicht. Dann bilden wir mal eine Gruppe, damit er nicht abhauen kann. Ich liebe diese Interaktion. Die ist sowas von großartig. Dann flirte mal mit ihm. Red über Interessen. Nach kleinem Kredit fragen? Ich glaube nicht. Oder ist ein Kind? Ein Kind, geh weg. Da passieren bald Dinge, die du nicht sehen möchtest. Ich schicke dich jetzt nach Hause. Geh nach Hause, Kind. Dann verschöne nochmal den Tag. Können wir jetzt schon techtelmechteln? Ach Gott. Wir können noch immer nicht techtelmechteln. Schmeicheln. Nach Tag fragen. Dann flirten. Dann Hände küssen. Okay, dann können wir gleich mal schmusen. Wieso bist du denn beschämt jetzt? Ach so, weil die schmutzig ist. Ja, puh, das ist mir relativ egal. Gut, ich glaube, das läuft gut. Techtelmechtel in heißer Quelle, das wollen wir. Wait, ich muss schnell schauen, ob die Einstellungen richtig sind. Normal habe ich es richtig eingestellt. Aber man weiß ja nie. Verhütung, ja, Verhütung ist alles weg. Und dann haben wir hier noch Schwangerschaftschance, spielbare Sims. 100%, perfekt. Das heißt, es soll gleich mal ein Baby unterwegs sein und... Die Schwangerschaft dauert auch nur einen Tag. Also ich hoffe, der sagt jetzt ja. Und dann kommen sie gleich ein Baby. Clemens kennt jetzt die Techtelmechtel-Interessen von Kado. Ja, super. Iggy, dieses ist so garstig jetzt. Ganz schmutzig. Ja. Ja, und jetzt kommen alle her, schauen uns zu und gehen wieder. So, super. Sehr, sehr toll. Okay, sind wir schwanger? Weiß ich nicht. Machen wir zur Sicherheit nochmal? Ja, einmal machen wir noch zur Sicherheit. Die können da nicht techtelmechteln. Gibt's noch einen Spot? Wir nehmen den einfach kurz mal mit nach Hause in unser Schloss. Ja. Der kommt kurz mit und dann müssen wir noch Sachen kaufen für die Lulu. Also die Lulu ist unsere Katze. Und wir sind wieder da. Er ist mit dabei. Dann werden wir jetzt noch einmal mit ihm techtelmechteln. Ich glaube, das ist das Zimmer von Clemens, genau. Also das Haus habe ich aus der Galerie und es ist absolut großartig. Ich hoffe nur, weil es halt sehr viele Details hat, dass man darin auch einigermaßen spielen kann und dass es nicht zu buggy ist. Das ist ja leider immer ein bisschen problematisch. Aber hier haben wir auf jeden Fall die Sachen für die Kleinkinder. Was mir auffällt, ich habe keine Wiegen für die Babys. Gut, machen wir daraus vielleicht ein Zimmer voller Wiegen. Ich verkaufe mal alles, mit dem die Sims laut sein könnten und Babys nerven.
Und dann kaufe ich die Wiegen, damit Clemens gleich hier die Babys bekommen kann, weil sonst müssen wir immer ins Krankenhaus und das wäre echt nicht cool. Ich weiß ja nicht, wie viele Babys auf einmal kommen. Deshalb kaufe ich zur Sicherheit mal ein paar verschiedene. Jetzt haben wir auch ein Wiegenzimmer. Das ist sehr, sehr schön. Also, Clemens Sechtelmechtel jetzt nochmal mit Kado. Oh oh. Seht ihr das? Mein Spiel drückt nicht auf Play. Ach genau, und ich habe hier oben, wie ihr seht, auch einen Baby-Counter. Den können wir dann immer, also da klicke ich dann einfach drauf, wenn ein Baby kommt, damit wir da mitrechnen können, wie viele Babys wir haben. Ich bin echt schon gespannt. Also was glaubt ihr, wie weit wir heute kommen? Glaubt ihr, wir schaffen die 100 Babys? Glaubt ihr, wir schaffen sie nicht? Das ist voll buggy, oder? Oh nein, 100. Nein. Ich glaube, wir können in dem Haus nicht spielen. Seht euch das an. Es leckt voll. Okay, wenn es noch mehr leckt, müssen wir uns leider ein eigenes Haus holen. Also ein anderes. Ich glaube, wir brauchen jetzt schon ein neues Haus. Weil wenn ich auf Full Speed gehe, ist es trotzdem so langsam. Das ist nicht gut. Können wir einen Schwangerschaftstest machen, Clemens? Bist du schwanger? Hä? Wieso kann ich keinen Schwangerschaftstest machen? Hä? Clemens? Hä? Funktioniert gar nicht so, wie ich es will. Er kann doch schwanger werden. Ich verstehe gar nichts. Schwanger werden? Wieso ist er da nicht schwanger? Hä? Er müsste doch schwanger sein. Als erstes werde ich jetzt ein neues Haus platzieren und dann muss ich das nochmal probieren. Ich weiß auch nicht, was ich falsch gemacht habe. Weil Wonderful Whims kontrolliert alles. Das ist das Schwangerschaftsrisiko auf 100%. Hier ist ein fruchtbarer Boden. Das heißt doch, er sollte ganz sicher schwanger sein. Und ich werde jetzt leider ein anderes Haus platzieren müssen, weil es ist zu groß. Ja, das ist das Christmas Castle, das ich jetzt habe. Es ist absolut großartig. Aber darin spielen ist halt ein bisschen blöd. Es ergibt halt schon wieder keinen Sinn. Meine ganze Galerie ergibt keinen Sinn. Das ist vielleicht auch zu... Ja, okay, ich platziere mal das. Möbliert. Och, es ist schon nach 10 und wir haben noch kein Baby. Und Clemens ist auch nicht schwanger. Ich muss nochmal schauen, ich habe da anscheinend irgendwas falsch eingestellt. Oh, wow. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Müssen wir jetzt halt einiges umbauen. Baby Move Objects On. Also, dann haben wir hier... Das ist jetzt halt sehr spärlich eingerichtet. Aber wir machen da draus jetzt einfach das Babyzimmer. Da leben einfach nur Babys. Mehr passiert in diesem Zimmer nicht. Das heißt, wir werden ein paar Wiegen platzieren. Das kommt auch noch weg. Und dann platzieren wir da noch einer. Ja, wenn wir mehr als Drillinge bekommen, müssen wir das halt irgendwie anders regeln. Ich habe gerade verpasst, wieso wir Haus wechseln. Ach so, ja genau. Weil das Spiel das irgendwie nicht mitgemacht hat. Also irgendwas stimmt mit meinem Spiel, glaube ich, nicht. Oder es ist einfach generell zu viel. Es braucht halt einfach zu viel Leistung, wenn man in so einem riesigen Haus spielt. Finde ich sehr schade. Das habe ich mir letztens auch gedacht. Weil das ist ja nicht nur bei mir so. Und ich habe eigentlich einen sehr, sehr guten Computer. Also ich habe schon sehr viel Geld in meinen Computer investiert. Und ich finde das so schade, weil was soll das überhaupt, dass das das Spiel nicht mitmacht? Was ist das? Wie kann es dann sein, dass man so große Häuser bauen kann? Ich finde das sehr, sehr blöd. Gut, das wird das Bett von Väterchen Frost. Das wird, glaube ich, für... Genau, Etagenbett. Mit... Ja, ich möchte ein Bett unterhalb. Ach, da. Gut, dann machen wir da einfach ganz viele Etagenbetten hin. Dann ist das der Raum für Kinder oder Teenager. Ja, wie euch sicher auffällt, ich mache das jetzt gerade sehr nicht sonderlich überlegt. Eine Geige geben wir da mal ganz sicher nicht hin, weil sonst können die wieder nicht schlafen. Geben wir dem einfach ganz unterschiedliche wilde Farben, ist das schön. Wobei, ich möchte alle anders haben. Da schlafen dann die Kids oder die Teenager, weiß ich noch nicht. Irgendwer von beiden auf jeden Fall. Und da machen wir das Kleinkinderzimmer draus. Dafür hat Sims 4 andere Qualitäten. Ja, also ich liebe ja, logischerweise, Sims 4. Ich verbringe sehr viel Zeit damit, falls es irgendjemandem noch nicht aufgefallen ist. Aber es ist halt schon so, dass mich halt sehr viele Sachen dran einfach stören. Eben vor allem, dass man nicht so spielen kann. Also, dass man viele Sachen halt einfach nicht so machen kann, wie ich es gern machen würde. Oder dass, wie kann das sein, dass ich dann in einem Haus spiele, das man normal bauen kann mit Sims und es funktioniert einfach nicht. Das geht mir einfach nicht ein. Können wir
den Mann jetzt nochmal einladen? Okay, nein, wir müssen noch warten, weil wir müssen mit dem jetzt nochmal techtelmechteln. Clemens kann übrigens voll gut backen, deshalb habe ich beschlossen, er wird sich nur von Brotstangen oder so ernähren, weil er kann einfach so gut backen. Genau, und dann schauen wir nochmal, okay, dann speichere ich mal und dann schauen wir nochmal, ob das alles funktioniert hat mit den Mods, weil irgendwie ist er ja nicht schwanger geworden, was ja keinen Sinn ergibt. Deshalb schaue ich mir das nochmal an, ob ich da vielleicht irgendwas falsch eingestellt habe. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht macht der MC da Probleme. Ja, das kann aber auch nicht sein, weil ich habe hier doch eingestellt. Wo war das? Bei Schwangerschaft sieht man hier. Schwangerschaft des Spiels oder von Mods deaktivieren. Das heißt, es sollte wirklich nur... Ja, die Katzen sind übrigens König. Die können machen, was sie wollen. Also wir haben jetzt hier nur eine. Aber die kann machen, was sie will. Zeitplan festlegen. Ja, füllen wir einfach alle Stunden auf. Es wird eine sehr dicke Katze. Aber sie macht ja auch sehr viel Sport, weil sie auf Theken hüpft. Das passt dann schon. Na, jetzt ist die Katze die Brotstangen. Ja, gut. Clemens und seine Katze verstehen sich gut. Die essen sogar vom selben Teller. Ist doch schön. Dann kann Clemens noch schnell Eier einsammeln und Futter in der Nähe verstreuen. Sind die Grundstückmerkmale noch die richtigen? Good point. Ich habe keine Ahnung. Nein, sind sie nicht. Aber eigentlich ist nur fruchtbarer Boden wichtig. Alles andere ist eigentlich egal. Aber hier steckt das Spiel auch. Aber nur ein bisschen. Sehr seltsam. Ich habe nämlich Custom Content und alles draußen. Finde ich sehr seltsam. Dann laden wir den jetzt nochmal ein. Und dann techtelmechteln wir so lange, bis er schwanger ist. Das gibt's doch nicht. Was ist denn mit denen? Wieso wird denn der nicht schwanger? Er ist da, dann über Hochzeit reden. Genau, ich glaube nicht. Betör ihn einmal und dann könnt ihr gleich mal techtelmechteln gehen. Vielleicht muss ich ihn sonst in eine Frau verwandeln, aber eigentlich sollte das doch gehen, oder? Wenn ich eingegeben habe, dass der schwanger werden kann und die Schwangerschaft ist auf 100%, dann sollte das doch funktionieren. Leute, da ist doch irgendwas verbuggt, oder? Vielleicht liegt das Problem auch an ihm. Vielleicht kann er keine Babys zeugen, aber müsste doch eigentlich gehen, oder? Er hat doch zwei Kinder. Hier, kann mir wer helfen? Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde das hier umstellen. Im MC-Mod kann man sich Einstellungen noch normal auch treffen. Oder zumindest so ähnliche. Und dann werde ich den Mod rausnehmen. Dann werde ich das jetzt alles einfach bei MCC-Mod umstellen. Das ist jetzt der Plan. Männliche Schwangerschaft. Schwangerschaft erlauben. Prozent der Schwangerschaft. 100%. Erwachsene, 100%. Maximum der Nachkommen, 5. Sehr gut, das habe ich schon eingestellt. Ja, vielleicht ist tatsächlich der Mod. Ich nehme den mal ganz schnell raus und dann gehen wir wieder ins Spiel. Das nervt mich jetzt. Ich dachte, wir haben um kurz vor 11 einfach schon 20 Babys und jetzt haben wir noch nicht mal eins. Gut, also dann starte ich das Spiel einfach neu, gebe da die Mods raus. Okay, Clemens, bist du endlich schwanger? Steh auf. Ich möchte wissen, ob du schwanger bist. Das ist mir wichtig. Bist du endlich schwanger? Ja! Und gleich mit Trillingen. Oh wow, perfekt. Ja, schön. Clemens ist schwanger. Alles, was wir wollten. Dann kann Kado jetzt gleich mal gehen. Och, der möchte gleich mit ihm schmusen. Ja, aber Kado, deine Arbeit ist getan. Geh nach Hause. Es tut mir leid. Mehr brauchen wir dich nicht. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich habe es endlich geschafft. Anscheinend ist wirklich der andere Mod verbuggt. Also die Schwangerschaft sollte, wie gesagt, nur einen Tag dauern. Das heißt, er sollte die Babys sehr, sehr bald bekommen. Und hier haben wir jetzt 3 Wiegen. Das passt perfekt. Die sind ja eigentlich eh nur zur Geburt da. Weil sobald die Babys da sind, werden sie zu Kleinkindern. Dann leben sie hier. Das erste Kind muss mal Bärbeldus heißen. Wir brauchen noch 2 andere Namen. Jetzt geht es auch viel schneller. Ich glaube echt, der Mod ist verbuggt. Doch, Wonderful Whims. Nein, jetzt geh weg, Kado. Ich möchte dich nicht mehr da haben. Wieso? Du nervst mich. Geh einfach. Benenne ein Baby Laura. Okay. Gut, dann heißt ein Baby Bärbeldus. Muss ja männlich sein. Naja, dann haben wir jetzt halt männliche Laura. Misty wie Mistelzweig. Oh, das ist auch süß. Ist ja egal, oder? Wenn eine männliche... Oder Laurius. Laurius? Laurus? Laurin wäre es eigentlich, oder? Männliche Form von Laura. Aber mach mal den Schwangerschaftstest.
damit wir sehen, dass du schwanger bist. Und dann können wir nämlich sehen, Victor. Ja, nein, Victor, wir sind noch schwanger. Wir haben bald für dich Zeit, aber noch nicht. Wir sind leider noch schwanger. Ja, perfekt. Herzlichen Glückwunsch. Clemens erwartet ein Kind. Dieser Haushalt bekommt ein neues Mitglied. Wieso steht denn das da so komisch? Steht da nicht normal. Für zwei Essen, bla bla bla, ist schwanger. Ja, finde ich seltsam. Ja, für die Zwischenzeit kann er noch ein paar Sachen backen. Wir haben dann ja sehr viele Kinder und deswegen möchte ich, dass wir jetzt uns schon ein bisschen darauf vorbereiten. Weil Clemens wird da nicht so viel Zeit haben. Back auch noch Brot und Blaubeerbagels. Und hier steht das jetzt. Zweites Trimester in 24 Stunden. Ja, das ist eine Lüge. Er sollte eigentlich gleich das Baby bekommen. Ich muss noch mal kurz schauen. Schwangerschaftsstadium. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Eigentlich sollte er es gleich bekommen, nach einem Tag. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das auch so funktioniert. Es hat ja gerade sehr viel nicht so funktioniert, wie es sollte. Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher. Aber Clemens backt jetzt auf jeden Fall. Das finde ich nämlich auch cool. Also ich habe mit ihm noch nie gespielt, aber er hat einfach Backen, Charisma und Erziehung auf Level 10. Und Geschicklichkeit und Singen. Sehr cool. Kannst du bitte einen Butler arrangieren? Das ist voll schlau. Ja, das werden wir machen. Dann müssen wir uns um nichts kümmern. Haushalt. Service engagieren. Butler. Wir brauchen dann nur ein Bett für den. Aber eigentlich können wir dem das da geben. Das ist eh schön. Ja. Ich glaube, oder nein, das da unten geben wir ihm. Das ist zwar sehr fancy, aber ist ja egal. Das habe ich auch schon mal probiert, dass die Babys früher kommen. Man kann es zwar im MCC einstellen, es funktioniert allerdings nicht. Oh, das ist nicht gut, dass es nicht funktioniert. Sonst merken wir uns das. Wisst ihr, was wir dann machen? Ich habe eine Idee. Sobald er schwanger ist, stellen wir einfach gleich immer, damit ich es nicht wirklich ercheate, sondern wir sagen, die Schwangerschaft dauert einen Tag, stellen wir es gleich aufs dritte Trimester. Das mache ich dann einfach immer geheim, okay? Wir stellen es dann einfach immer aufs dritte Trimester, weil dann wissen wir, es dauert noch einen Tag. Ist das ein guter Deal? Arrangier auch einen Babysitter, dann brauchst du dich nicht um die Kinder kümmern. Ja, eigentlich kümmert sich doch die Butlerin meistens eh um die Kinder. Also nicht immer, aber meistens kümmert die sich eigentlich ziemlich gut drum. Gut, ich lasse jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf, bis das Baby auf die Welt kommt. Wir brauchen 100 Babys und der Counter ist noch immer bei 0. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Es ist schon 11. Ich hatte gedacht, wir haben da schon 10 Kinder oder so. Habe ich mir anders vorgestellt. Gut. Clemens macht Sachen, die Clemens macht. Wir könnten uns eigentlich ja schon den nächsten Mann angeln. Stimmt, ich gehe jetzt einfach mal mit ihm aus und angel schon mal den nächsten Mann. Dann müssen wir den nämlich nur mehr einladen und mit ihm techtelmechteln. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Gehen wir jetzt mal in diese Bar, was auch immer das ist, und angeln uns dort den nächsten Mann. Auch hier ist ein Mann. Tsumi? Wie heißt er? Tsutomu. Okay. So. Gleich mal. Was werden wir machen? Einfach mal eine dramatische Geschichte erzählen. Dann jemanden parodieren. Und dann den Tag verschönern. Und dann können wir ihn eigentlich gleich mal betören. Und schon ein bisschen flirten. Weil dann müssen wir ihn dann nur mehr einladen zum Techtelmechteln. Das passt doch sehr gut. Die haben jetzt schon Gefühl miteinander. Wow, ihr kennt euch seit 2 Minuten gefühlt. Größere Nähe durch glückliche Erinnerung, ja. Habe ich auch immer mit Leuten, die ich seit 2 Minuten kenne. Oder wer noch ein Mann? Osamu. Und dann könnt ihr gleich mal flirten, knuddeln, einfach gleich aufs Ganze gehen, Händchen halten und Nummern austauschen. Ja, nein, kein Gruppengespräch. Du sprichst mit ihm allein. Bin mal gespannt, wie die Kinder dann aussehen. Ja, stimmt, da bin ich auch sehr gespannt. Also Clemens Frostkinder sehen eigentlich immer sehr, sehr schön aus, finde ich. Weil in Wirklichkeit ist er sehr attraktiv, nur sehr gut versteckt. Hinter seinem Bart und der Mütze und allem. Osamu, dann stellen wir uns noch bei dem kokett vor. Und ich habe eben eine Liste gemacht, so eine Excel-Tabelle, wo ich das dann mitschreibe, damit wir nicht versehentlich zweimal den gleichen Mann haben. Das wäre schon belastend. Ja, oder? Ich meine, das ist jetzt eine grausame Idee. Aber wir könnten auch einfach alle Männer... Nein, das machen wir nicht. Ich wollte gerade sagen, wir könnten alle Männer einfach löschen oder töten. Aber das ist doch ein bisschen grausam. Ich fühle mich geschmeichelt, aber ich habe kein Interesse, in eine solche Beziehung einzugehen. Hä? Aber ich bin doch der Weihnachtsmann. Ja gut. Osamu möchte uns nicht. Ich dachte, den Weihnachtsmann will jeder. Ja, den haben wir schon an der Angel.
Wer will uns nicht? Gibt's noch einen Mann irgendwo? Ich bin auf der Suche nach Männern. Ist hier irgendwo ein Mann? Ich bin der Weihnachtsmann und suche Techtelmechtel-Partner. Reisen wir mal woanders hin, vielleicht in den Park oder so. Clemens, unser Man-Eater. Ja, definitiv. Wer denn sonst, wenn nicht Clemens? Ja, gut. Gehen wir wieder nach Hause, da ist kein Mann. Aber gut. Clemens wird jetzt mal auf die Toilette gehen. Flirtet die gerade mit sich selbst? Hast du nichts zu tun? Ach, sie hat den Kamin angezündet, damit sie dann alles in Brand steckt. Schön. Ja, und wer weiß, wie viele Kinder im Feuer sterben. Sie hat ja einen Kamin. Ja, das stimmt. Ich habe einen Kamin. Entbindung in Fragezeichen, Fragezeichen. Ich weiß nicht mehr, wann ich das eingestellt habe. Warum ist denn der jetzt aufgewacht? Ja, geh wieder schlafen. Hat die Katze uns geweckt. Ja, natürlich. Das nervt mich übrigens bei Tieren in Sims, dass sie einen immer wecken. Beschenkt er auch an Weihnachten die Kinder? Ich glaube nicht. Also wenn man mit ihm spielt, nicht. Im Spiel schon. Im Spiel, wenn du Jahreszeiten hast, kommt er dann an Weihnachten. Aber wenn ich aktiv mit ihm spiele, geht das leider nicht. Kado? Ach nein, wir haben schon ein Baby von dir. Wir ignorieren dich jetzt. Weiß noch mehr, wann ich das eingestellt habe? Wieso bekommt denn das Kind? Ah, in den Wehen. Oh mein Gott. Die Wehen haben eingesetzt. Clemens, komm hierher. Du bekommst Babys. Also, erstes Baby muss Bärbelduss heißen. Welches Baby bekommt als erstes? Das heißt Bärbelduss. Clemens bekommt ein Baby. Ein Junge. Ja, so toll. Bärbelduss. Bärbelduss. Schreiben wir gleich eins dazu? Nein. Der erste darf nur Bärbelduss heißen. Der zweite heißt dann Bärbelduss, der zweite. Also. Noch ein Junge. Das ist jetzt unser Laurent. Laurent. Und dann Misty. Das wurde auch vorgeschlagen. Misty. Ich weiß nicht mehr, wer das vorgeschlagen hat. Ich habe es leider vergessen. Aber Misty. Gut, wir haben drei Babys. Drei Babys und der Babycounter kommt jetzt auf 1, 2, 3. Dann lassen wir die alle gleich mal altern. Also der erste war der Bärbelduss. Bärbelduss werde älter. Dann unser Laurent. Und dann noch Misty. Ja, die werden jetzt alle mal zu Kleinkindern. Das machen wir random. Bärbelduss ist unabhängig. Das freut mich sehr, lieber Bärbelduss. Laurent ist albern. Sehr gut. Super, drei Babys auf einmal. Ist schon mal super. Ja, ich finde auch. Perfekt. Und die sehen alle super süß aus. Und jetzt noch unsere Misty. Und unsere Misty ist heikel. Ja, toll. Wieso ist unsere Misty schon ein Stäbchenprofi? Und alle sind natürlich Väterchen Frosts Baby. Und das ist betörend. Hä? Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und folgt mir natürlich auch sehr gerne auf Twitch. Und dann hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!